Diese Folge entstand auf der Retrolution 2017 in Hanau-Steinheim und das Thema ist Tower Power, Amiga 3000T und Amiga 4000T. Und ja, der Sound ist leider erbärmlich, aber das ist ganz normal, wenn man ein Richtmikrofon einsetzt, welches nach vorne gerichtet ist und die beiden Sprecher sich aber dummerweise links und rechts davon befinden. Naja gut, kann einem nach fast 70 YouTube-Folgen ja mal passieren, ne? Scheißdreck. Trotzdem, viel Spaß! So, hallo zu diesem Yesterchips Special. Heute haben wir ein wenig verkehrte Welt. Bislang war ich immer zu Gast beim Blind German. Noch heute darf ich ihn hier auf der Retrolution 2017 in Hanau begrüßen. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ja, es hat ein bisschen gedacht, bis wir drauf geworden, aber servus an euch. Und psychologisch korrekt kriegt das Auge jetzt erstmal etwas, was es bereits kennt. Aus älteren Yesterchips Folgen kennt ihr den Amiga 3000. Hier in der Desktop-Variante, ein ja, relativ harmloses Gerät. Und wie wir damals darüber gesprochen haben, war das T für den Tower übersetzt mit teuer und ich möchte vielleicht auch sagen mit Träumchen, denn das Teil dürfte so für die meisten Amiga-Enthusiasten der klassischen Serie das begehrenswerte Ding schlechthin sein. Und ich selbst habe so einen nicht, aber das muss ja auch nicht sein, denn ich kenne einen, der einen hat. Hey. Und ich habe die Kamera extra so weit zurückgestellt, damit dieses Monstrum komplett drauf passt. Nicht nur in der Größe unterscheiden sich die zwei. Also prinzipiell beim Tower hat natürlich mehr Erweiterungssteckplätze. Der 3000er Desktop ist ja sehr beschränkt. Ich bringe ja im Prinzip quasi vier Karten rein, wenn man das mal so sagen. Beim Tower habe ich die Möglichkeiten, fünf Zoberkarten zu verbauen. Der hat fünf Zober-3-Steckplätze, beziehungsweise drei sind kombiniert, habe ich auch vier ISO-Steckplätze und natürlich einen Zober-Slot kombiniert mit einem Video-Steckplatz. Die Turbokarten sind genau die gleichen wie bei allen 3000er und 4000er, die ich verbauen kann. Ich muss halt natürlich schauen, genauso wie beim 3000er, ob die Turbokarten auch tatsächlich Platz haben. Also eine Cyberstorm Mark I wird ein bisschen schwierig einzubauen sein bei der Geschichte. Ansonsten habe ich natürlich auch deutlich mehr Platz für Laufwerke, also nicht nur die zwei Diskettenlaufwerke, die wir beim Desktop auch drinnen haben. Ich kriege ein CD-ROM zum Beispiel unter einem 5,25 Zoll Slot und ich habe unten auch nochmal, wie man hier sieht, zwei Sachen eingebaut, also auch da sind noch zwei weitere 5,25 Zoll Einschübe, wo ich in dem Fall Wechselrahmen oder Diskettenlaufwerk für die Rückenkarte untergebracht habe. Das heißt also generell kann man erstmal festhalten, dass die Maschinen in Sachen Ausstattung, also ganz grob in Sachen Chipsatz, wo drin ist, beides sind ECS-Maschinen? Beides sind ECS-Maschinen, beides sind ECS-Zoro-3-Maschinen. Beide haben den integrierten oder auch der Platini verbauten Flickerfixer mit dem Ember-Chip. Beide haben den Casio on board. Also sie sind eigentlich von der technischen Ausstattung her mehr oder minder, sagen wir mal, identisch. Natürlich schaut die Platini anders aus, das ist klar. Der einzige Unterschied ist durchaus auch der Chipram, aber auch nicht von der Geschwindigkeit her, sondern beim 3000er Desktop Board ist der Chipram in FIP-Speichermodulen, in diesen netten Käferchen mit den schönen Beinchen ausgeführt und beim 3000er Tower brauche ich auch dafür ZIP-Module. Jetzt gab es beim Amiga 3000D am Anfang eine kleine Schrulle im Zusammenhang mit dem Kickstart, welches von Diskette eingeladen wurde. Später gab es dann das Ganze auf den ROMs. Das ist bei dem Tower nicht mehr der Fall. Also dieses Feature, ich darf das jetzt nicht als Studie bezeichnen. Das ist ein Feature, ja. Das ist im Prinzip ein integrierter Kickstart-Umschalter, den die Kiste bietet. Der 3000 Desktop mit diesem ROMs. Also der 3000 Tower ist, soweit ich weiß, gleich mit den zwei ROMs zumindest ausgeliefert.
Fall die 040er Variante, weil da brauchst du ja tatsächlich dieses 204er letztlich als ROM vorliegen, weil da diese MMU, diesen Kickstart-Switch oder das Laden vom Kickstart, sagen wir es mal so, was der 3000er Desktop ja mit Hilfe von der 030er CPU macht, der gar nicht kann. Ansonsten, von der schieren Größe mal abgesehen, gibt es eigentlich also zwischen den beiden keine größeren Unterschiede, Alleinstellungsmerkmale. Wenn man sich das so anhört, versteht man umso weniger, warum der eine ungefähr das vier- oder fünffache vom anderen mittlerweile bei eBay auf den Preis bringt. Aber ich denke mal, das wird in der Hauptsache der Seltenheit geschuldet sein, so ein 3000er Tower. Die Seltenheit, und weil du bringst halt auch mehr rein. Also bei einem 3000er Desktop, klar, wenn du eine vernünftige Prozessorkarte vielleicht drinnen hast, manchmal ruhig ein CD-ROM-Laufwerk und alles, das muss ich hier alles extern machen. Das baue ich halt in den 3000er Tower alles ganz gemütlich ein. Und ich meine, für mich als Bridgeboarder bietet das natürlich im 3000er Tower ganz andere Möglichkeiten, weil ich einfach mehr Platz dafür habe. Ich muss natürlich darauf achten, es gibt da auch dann ziemliche Temperaturprobleme, und weil natürlich alle Karten durchaus einheizen und die Luftzirkulation jetzt nicht wirklich ideal ist in dem System. Und, aber prinzipiell habe ich da einfach die Möglichkeiten, neben der Brückenkarte maximal 3 ISA-Slots zu nutzen. So, jetzt haben wir die beiden Maschinen mal aufgemacht. Im Vordergrund der 3000D mit seinem senkrecht stehenden Daughterboard und den ja recht begrenzten Erweiterungsmöglichkeiten. Das, was hier drin steckt, dieses der Riesenlappen hier, das ist eine Vortex Golden Gate. 386er Bridgeboard und oben drüber, das ist eine VGA-Karte, die dazugehört. Und wenn wir unten drunter schauen, erkennt man nicht unbedingt jetzt so gut hier, was ist denn das überhaupt? Eine Netzwerkkarte, genau. Und damit ist die Hütte eigentlich schon so gut wie voll. Daneben habe ich noch Platz für eine Amiga-Karte letzten Endes. Wenn man irgendwie denkt, vielleicht eine Grafikkarte wäre nicht schlecht, oder durchaus, wenn man sich eine USB-Karte leisten kann von Amiga, das macht durchaus auch Spaß. Da ist die Kiste definitiv voll, und naja, oft ist es so, dass ich vielleicht gerade mal die Möglichkeit habe, einen Bridgeboard unterzubringen und vielleicht eine ISA-Karte. Und das ist also das, was beim Bridgeboard eigentlich schon wehtut, weil, okay, wir kriegen die Grafik raus und die Golden Gate ist ja absichtlich drin, eben weil sie einen eigenen IDE-Controller hat, ansonsten wäre ja gar keine Chance noch mehr unterzubringen. Richtig, und Sound, auf das kannst du dann eigentlich verzichten. Da ist es dann vorbei. Es geht, aber es ist eine sehr beengte Angelegenheit. So, jetzt sind wir beim Tower und fangen mal von oben nach unten an. Das Netzteil sitzt hier ganz oben links. Rechts davon sehen wir den 5,25 Zoll Einschub, darunter ein CD-Laufwerk drinnen, unten drunter zwei Diskettenlaufwerke. Das sind die Standard-Diskettenlaufwerke, wie wir es auch im Desktop haben, oder? Das sind im Prinzip die Standard-Diskettenlaufwerke, einmal als HD-Variante und einmal als DD-Variante in dem Fall verbaut. Okay, darunter senkrecht die beiden frontseitigen Bays. Richtig, das ist eine Bay, da ist im Prinzip, da läuft der IDE-Anschluss von meinem Bridgeboard hin. Da habe ich eine CF-Karte drin und das andere ist im Prinzip das Diskettenlaufwerk für meinen Bridgeboard. Und auf der Rückseite, wenn man jetzt also nach links schaut, nach hinten schaut, da hätte ich auch nochmal die Möglichkeit, ein oder zwei 5,25 Zoll Geräte durchaus unterzubringen. Und da hängt bei mir ein Arcade SCSI auf IDE-Wandler. Das wäre dann hier der Bereich. Hier der Bereich unter dem ganzen Kabelboost, und da hängt dann eine CF-Karte als Festplatte für den Amiga dran. Also alleine schon im Unterbringen von zusätzlichen Gerätschaften, die keine Steckkarten sind, hat man in der Kiste schon deutlich mehr Platz. Definitiv. So, und jetzt kommen wir mal in den Zorro-Bereich hier unten. Ebenfalls schon ordentlich bestückt, aber mit wesentlich mehr Luft. Da ist ein bisschen mehr Luft drinnen, das ist klar. Man sieht, ich hätte sogar noch einen Steckplatz frei, einen Zorro-Steckplatz. Das ist das, was bei Amiga 3000, wenn man einiges an Material zu Hause hat, eher seltener ist, sagen wir es mal so. Oben drüber natürlich eine Grafikkarte, weil es einfach schön ausschaut. Ja, deine hat ja keinen drin gehabt, der 3000er Desktop. Unten drunter kann man schwer erkennen, was ganz was klein ist, eine XSurf 100. Um zum einen Netzwerk und zum anderen auch USB dem Amiga zur Verfügung zu stellen. Dann kommt meine Bridgeboard-Lösung, in dem Fall eine A2386 mit einem kleinen Upgrade drauf, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen gehabt, damit das Ding auch schneller ist.
Unten drunter ist eine Fastlane Z3 verbaut. Die muss auch genau in den Slot rein, sonst mag er nämlich davon nicht booten. Warum eine Fastlane? Der 3000er Tower hat ja genauso wie der 3000er Desktop auch ja einen Onboard-SCSI. Naja, die Fastlane ist schneller, kurz und schmerzlos. Der Onboard-SCSI von den 3000ern entspricht, korrigiere mich, dem 2091. Mit 14 MHz weg quasi. Okay. Also man kommt circa Pi mal Daumen plus minus auf 3 Megabyte pro Sekunde mit dem Onboard-SCSI. Und die Fastlane schafft da theoretisch 10 MB, aber im Betrieb so um die 7 MB. Wenn man es jetzt natürlich wieder zeitgenössisch sieht, 1990 3 MB die Sekunde, das war schon ordentlich. Das auch, ja. Gut, wir haben also jetzt hier in Summe 5x Zorro 3 und 4x ISA 16-Bit. Genau, ein ISA-Steckplatz ist alleine, drei ISA-Steckplätze sind kombiniert mit den Zorro 3-Steckplätzen. Und wir haben einmal den Videoslot. Ganz genau, auch kombiniert mit einem Zorro 3-Slot. Okay. Ansonsten den CPU-Slot, den sehen wir jetzt nicht, da sehen wir dann nur so eine... Da sehen wir nur ein bisschen Arbeitsspeicher rausgucken. Genau, da steckt eine CyberVision Mark II drinnen, um das Gerät auch ein bisschen auf Tempo zu bringen. Ansonsten hätte der Rechner genauso wie der 3000er Desktop serienmäßig die 68030 mit in dem Fall aber immer 25 MHz und dem passenden Coprozessor, bis auf die 040er Variante, die dann die 3640er Turbokarte verbaut hatte. Das ist gerade gesagt, immer 25 MHz, den 3000er hat es ja, also den 3000D hat es ja mit 16 MHz gegeben. Genau, da gab es die Revision 7 Boards, die oft mit 16 MHz ausgeliefert wurden. Und einem 68881er Co-Prozessor. Trotz alledem, wenn wir jetzt auch wieder die Gegenüberstellung machen zwischen dem 3000D und dem 3000T, von der Gesamtleistung her, ja, ab Werk hatte der Tower schon etwas mehr Leistung mit dabei und auch etwas mehr Arbeitsspeicher. Richtig, der wurde mit 4 MB FastRAM ausgeliefert und der normale 3000er Desktop bekam nur 1 MB FastRAM spendiert. Zusätzlich zu einem MB-Chip RAM. Das ist klar, das darf man natürlich nicht vergessen. Ja, der 3000T, wie er damals auf den Markt kam, für den waren Tarife in der Standardausführung jenseits der 7.500 Mark fällig gewesen. Das war im Spiel noch nach oben offen. Und wenn man das Ganze nach heute mal transferiert, die Gebrauchtmarktpreise sind ungefähr wieder in der gleichen Region unterwegs. Der 3000D hingegen, habe ich letztens gesehen, der ist mittlerweile auch ziemlich stramm auf dem Weg nach oben. 6.700 für ein Gerät im mittleren Zustand sind da mittlerweile auch fällig. Apropos Zustand, also auch der 3000er Tower hat diesen hässlichen Akku drauf, diese Tonne, da unbedingt drauf achten, der muss runter, wenn es nicht schon passiert ist. Und bitte auch nochmal genau nachschauen, ob das Ganze soweit auch astrein gefixt wurde, sonst hat man nämlich nicht dann Freude an dem Gerät. Jo, und das war der erste Teil. Vergleich von A3000 Desktop und 3000 Tower. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. So, dann auf zur nächsten Runde. Wir haben jetzt hier den bekannten Amiga 4000D noch einmal in der Desktop-Variante. Hier auf dem Gehäuse steht 040. Ja, steht außen drauf, stimmt nicht ganz mit dem überein, was drinnen verbaut ist, aber Details hierzu findet ihr in der vorherigen Folge zum Amiga 4000. Und das Spielchen geht genauso weiter wie zuvor auch. Da haben wir den Desktop und daneben taucht so ganz langsam in voller Größe ein Tower auf. Servus voneinander auch wieder von mir. Also schauen wir uns mal diese beiden Geräte im Vergleich an. Zunächst mal rein von der Äußerlichkeit, wenn man einen Blick auf das Typenschild da vorne drauf wirft. Der Kenner erkennt den Schriftsatz. Wir haben es hier mit einem Gerät der Firma Escom zu tun. Also ein Gerät nach 1994. Kein Commodore mehr, aber das tut der Sache ja im Prinzip keinen Abbruch, denn technisch dürfte er genau der gleiche sein.
technisch sind im Prinzip auch die gleichen Boards verbaut worden. Also von dem her ist es halt das Level anders und vielleicht ein ganz bisschen nur das Türchendesign. Und er ist halt etwas häufiger anzutreffen, weil die 90 Stück Commodore 4000er, die sind selten und damit sehr teuer. So, werfen wir mal einen Blick insgesamt rein. Also, sie ist auch öffentlich. Im ersten Blick ist natürlich wieder wie beim 3000 Tower festzuhalten. Wir haben deutlich mehr Platz, wir haben Einschübe. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 5 Zoll Einschübe. Braucht natürlich mehr Platz. Gut, beim 3000er Desktop bekomme ich schon mal ein CD-Laufwerk in das Gerät rein, im Gegensatz zum 3000er Desktop, den wir vorher gehabt haben. Aber wie man auch hier sieht, man hat ja durchaus vielleicht bei einem etwas hochgerüsteten Amiga mal vielleicht eine USB-Karte drinnen, wo man die Anschlüsse nach vorne verlegen möchte. Eventuell, in dem Fall nicht, aber eine Brückenkarte, wo man die Laufwerke ansteuern möchte und so weiter. Also es ist einfach schön, Platz zu haben. Wenn wir jetzt mehr auf die technische Schiene gehen, im Vergleich vom Desktop zum Tower, da gibt es dann hier jetzt schon ein paar kleine Unterschiede. Der 4000T, da habe ich mich selbst gewundert, dass ich das vorher noch nicht gelesen habe, der hat zwei Videosteckplätze. Der hat zwei Videosteckplätze, ganz genau. Macht in dem Fall auch durchaus Sinn, weil ich brauche ja, auch wenn ich vielleicht Videobearbeitung, was auch immer mache, ich brauche ja, ich hätte vielleicht auch ganz gerne einen Triggerfixer. Genau, der ist ihm an der Stelle dann wieder abhanden gekommen. Und wenn man jetzt ansonsten schaut im Thema Chipsatz, sind die beiden natürlich weitestgehend identisch. Wir haben AGA auf beiden Seiten. Das auf jeden Fall. Allerdings, na gut, wir haben auch BGE, das haben wir wieder bei den Gemeinsamkeiten, aber der 4000 hat das Kreise mit dabei. Der hat einen NCR Fast Kreise Chip, der auch bis zu 10 MB pro Sekunde schaufeln könnte. So, hier haben wir jetzt erstmal wieder das Innenleben vom 4000D. Ähnlich wie beim 3000er geht es hier drin auch relativ beengt zu. Ähnlicher Aufbau, wir haben wieder das senkrecht stehende Daughterboard. Und gut, okay, hier drin sieht man jetzt bei mir nicht allzu viel. Naja, zumindest hast du einen Flickerfixer, eine Grafikkarte und oben drüber eine Netzwerkkarte. Also ein bisschen was ist ja auch drin. Ja, das ist ja alles, was man für den Hausgebrauch so braucht. Ne? Richtig. Was man ja auch ganz gut sieht, vor allem bei den Revision B-Boards von dem 4000D, ist der Chipram als Riegel quasi ausgeführt. Das heißt, das wäre der hinterste. Das heißt, ich brauche einen 2 MB-Riegel bzw. einen 8 MB-Riegel, wo er nur 2 MB verwendet, damit ich meinen Chipram habe. Beim 4000er Tower ist der Chipram immer fest mit Word verlötet. Wir reden ja immer von 2 MB beim 4000er. 2 MB, ganz genau, mehr geht ja nicht. So. Ja, obwohl es diesen neckischen Jumper gibt, wo 8 MB draufsteht, aber was passiert da eigentlich? Gar nichts, wenn man den steckt, oder? Ich habe mich nicht getraut, das auszuprobieren. Den Jumper brauchst du, damit er dann 8 MB regelt. Ach so, okay, damit er nutzen kann, okay. So, gut, und dann schauen wir jetzt mal in den Tower. Fangen wir also beim Tower von oben nach unten an. Was gibt's so zu sehen? Links an. Das Netzteil. Und das Netzteil unterscheidet sich durchaus auch vom 4000er Desktop, weil das Netzteil im Desktop ist ja quasi die spezielle Variante mit dem speziellen Anschluss für das 4000er Desktop Board. Beim 4000er Tower habe ich ein Standard BBAT Netzteil drinnen mit den entsprechenden B8 und B9 Steckern. Also tatsächlich mal ein Standard in der Amiga-Welt, nicht verkehrt. Da hat sich dann Commodore spät dazu entschlossen, Standarddinge zu verwenden. Ja, oder notgedrungen, ne? Oder notgedrungen. Das Geld war ja schon knapp in der Zeit. Gut, rechts sehen wir die verschiedenen Einschübe. Richtig, das sind im Prinzip die Laufwerke. Ganz oben wäre das Diskettenlaufwerk. Der Commodore Tower wurde ja mit einem HD-Diskettenlaufwerk ausgeliefert. Die meisten S-Com Tower hatten serienmäßig nur ein DD-Diskettenlaufwerk. Ich habe das Ganze dann gegen ein HD getauscht, unten drunter ein, naja, so ein Rechner braucht auch ein CD-ROM-Laufwerk, also ein optisches Medium, CD-ROM-Laufwerk. Und ganz unten drunter, weil der Rechner hier auch USB hat, habe ich dann USB einfach verbaut, damit ich nicht so bubbeln muss.
Ja, und dann haben wir hier unten noch jede Menge Luft, 2,5 Zoll Einschübe, also hier könnte man theoretisch noch mehr unterbringen. Und da jetzt links hinter dem Kabelverhaus sehe ich es nicht genau, aber das sieht so aus, als wäre das auch noch ein Trägerrahmen, stimmt das? Richtig, das ist eigentlich so, wie wir es vorher ähnlich beim 3000er Tower gehabt haben. Ich kann auch praktisch hinten zum Gehäusehinterteil etwas verbauen und wie beim 3000er Tower habe ich da meine Festplattenlösung verbaut, auch in dem Fall eine CF-Karte, die an einem A-Card-Wandler, in dem Fall von UWs quasi, auf IDE hängt. So, und wenn wir dann in den unteren Bereich der Steckkarten marschieren, da sieht man so ein bisschen, dass wir hier 2 Videoslots haben und dann darunter, genauso wie im 3000 Tower, die Zorro-Steckplätze. Richtig, das sind wieder 5 Zorro-Steckplätze. Für diese 5 oder den 5 Zorro-Steckplätzen stehen auch insgesamt 4 ISA-Steckplätze gegenüber. Wobei auch wieder ein dieser Steckplatz ganz alleine unterwegs ist. So, und dann haben wir hier vorne drin noch einen kleinen Piepser. Richtig. Aber ein Piepser im Amiga ist ja jetzt eigentlich nicht so ganz die Normalität. Was macht der? Der piepst. Ja, es ist ein kleiner Lautsprecher, der ganz normal tatsächlich einen Ton ausgibt. Wenn du vorher geschaut hättest bei meinem 3000T, da ist auch einer drin. Ah, okay. Also im Prinzip kommt hier das gleiche raus wie hinten aus den Chinchboxen. Da kommt das gleiche raus, nur etwas gedämpftere Variante. Das ist bloß ein kleiner Lautsprecher. Haben wir dann da also doch auch nochmal einen Unterschied zwischen der Tower-Variante und der Desktop-Maschine. So, hier vorne zu unseren Tasten an der Front gibt es noch ein bisschen was zu erzählen. Vor allem zur Turbo-Taste, denn die ist nicht ganz standardmäßig belegt. Nein, weil einen Turbo hat das Gerät an sich nicht, sondern über die Turbo-Taste schalte ich was ganz was anderes, nämlich diesen kleinen Lautsprecher, den du vorher gesehen hast. Den kann ich damit ein- und ausschalten. Das ist ein ganz nettes Feature. Und was du auch daneben siehst, beziehungsweise in der Mitte, um genau zu sein, der Amiga hat auch einen Reset-Button. Hier in dem Bereich der Zusatzplatinen haben wir auch noch eine Besonderheit des Tower-Modells. Ja, zum einen, das Board-Format ist ja auch nicht mehr was Commodore-spezifisches, sondern hier wurde ein normales AT-Format verwendet. Das Gehäuse eigentlich, das sollte man auch noch dazu sagen, ist ja eigentlich quasi eine Art Standard-PC-Gehäuse, das verwendet wurde und keine ganz spezielle Schiene mehr, was Commodore früher gemacht hat. Einige Dinge wurden auf diese Zusatzplatinen, sagen wir mal, ausgelagert. Zum einen gibt es ja dieses Sound- und Videomodul. Das ist ganz unten zu sehen, so ein bisschen kann man es vielleicht erkennen. Das andere, genau, da zeigst du mal mit dem Finger drauf, da bitte auch auf 8 Elkos tauschen. Wenn es denn ist, dann oben drüber haben wir im Prinzip das SCSI-Modul, auch mit dem Anschluss für das Diskettenlaufwerk. Und wenn wir weitergehen, ist noch mehr ein Modul drinnen. An dem Modul sind die Schnittstellen dran, serielle Schnittstelle, parallele Schnittstelle. Und oben noch eins quasi, ganz genau. Ja gut, an der Stelle jetzt vielleicht gerade nochmal vorhin, das ist vielleicht untergegangen, im 4000er Tower Modell haben wir neben dem IDE-Anschluss, wie eben schon angeklungen, auch einen SCSI-Anschluss. Einen schnellen SCSI-Anschluss. Im Vergleich zum 3000er einen schnellen. Ganz genau. Für gewöhnlich sind die Heckansichten sämtlicher Amigas recht langweilig, weil sie alle gleich sind. Beim 4000 Tower gibt es da aber einen kleinen Unterschied. Es fehlt was! Es fehlt was. Und zwar der 23-polige Anschluss für das externe Diskettenlaufwerk. Wir haben es nicht. Aus dem Grund, naja, da hat sich was geändert. Man sieht auch hier sehr schön, es ist einfach in dem Fall schon PC-Standard, wie das Ganze verbaut wurde. Die Schnittstellen passen auch genau, wie wir oben sehen, da rein, wo sie bei diesem PC-Tower auch vorgesehen
waren, letztlich, wenn man entsprechende Serienkarten für den PC verwenden würde. Im Übrigen wurde der Tower mit einer 040er Turbokarte serienmäßig ausgeliefert, um genau zu sein mit der 3640 von Commodore. Auch die SCOM-Varianten, also Amiga Technologies-Varianten, wurden mit der 3640 ausgeliefert, da aber dann in der letzten Revision 3.2. Und man konnte auch bei Amiga Technologies dann diesen wunderschönen Tower auch mit einer 060er Turbo-Karte ordern. Allerdings nicht mit den uns bekannten PS5-Karten, sondern, Mick, das war eine Quickpack, oder? Das war eine Quickpack gewesen und das ist tatsächlich dann auch für den Unterschied, dass man einen Amiga ab Werk mit einer 060er Karte bekommen konnte. Man musste also selbst keine Hand anlegen. Ja, und das ist dann im Prinzip tatsächlich das finale Ende der Fahnenstange der klassischen Amiga-Serie. Danach gab es keine mehr. Das war das Ende. Und damit sind wir auch am Ende. Hier aus dieser wunderschönen Kneipe, ich zeige es gerade mal rum, das ist nicht bei mir zu Hause, wie vorhin gesagt, so sieht es nicht aus. Das ist die Kulturhalle in Steinheim, ein kleines Räumchen davon. Es ist das Jahr 2017, wir sind auf der Retrolution und ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei dir, dass du den Weg hierher gefunden hast und deine zwei schweren Maschinen hier mitgeschleift hast. Schauen wir mal, ich werde mich mit Sicherheit irgendwann beim nächsten Termin in Augsburg revanchieren. Das hoffe ich doch. Es hat mich gefreut und ich freue mich aufs nächste Mal. Alla dann, mach's gut. Tschüss. Servus. Zum Schluss nochmal die aus meiner Sicht wichtigsten Unterschiede zwischen den Tower- und Desktop-Varianten von Amiga 3000 und 4000. In beiden Towern stehen euch jeweils ein Zorro 3 und ein 16-bittiger ISA-Steckplatz mehr zur Verfügung. Im Amiga 4000 kommt nochmal ein weiterer Videoslot dazu. Beide Tower haben interne Lautsprecher, welche den Paula-Sound wiedergeben, also den, der normalerweise aus den Chinch-Buchsen kommt. Ebenfalls bei beiden T-Modellen vorhanden ein Hardware-Reset. Dieser wird beim 4000T per Taste, beim 3000T etwas eigenwillig über das Keyboard-Schloss ausgeführt, denn dieses hat neben der Gesperrtraste auch noch eine Wippe, welche den Reset auslöst. Im Amiga 4000T bekommt ihr zusätzlich zum IDE-Port noch einen FastSCSI 2 für den Betrieb von bis zu 7 Geräten. Dies führt zu einer Spezialität im Kickstart-ROM des 4000T. Da das SCSI-Device zweimal vorhanden sein muss, musste die Workbench-Library auf die Festplatte bzw. Bootdiskette ausweichen. Wenn diese Library dort nicht vorhanden ist, bootet der 4000T zwar einwandfrei durch, nur ohne Ergebnis, denn man bekommt keine Workbench angezeigt. Beim 4000T hat man sich den Anschluss für das externe Diskettenlaufwerk gespart und nebenbei bemerkt, entspricht das Gehäuse des 4000T bis auf die Frontblende dem des Commodore PC 60. Unter Amiga Technologies, also SCOM, konnte man zum ersten und einzigen Male einen klassischen Amiga 4000T mit 060er Prozessor ab Werk bekommen. Andere Unterschiede, wie etwa, dass der 3000T immer mit Buckelmaus und längeren Kabeln an Maus und Tastatur ausgeliefert wurde, oder die Tatsache, dass der 4000T immer das Kickstart 3.1 und nicht 3.0 wie die D-Variante an Bord hatte, spielen aus heutiger Sicht nach meinem Dafürhalten eine untergeordnete Rolle. Das kann man ja alles austauschen. Klar, ein Hardcore-Sammler mag das natürlich ein wenig anders sehen. Ob diese Unterschiede den wahnsinnigen Preisunterschied heutzutage rechtfertigen, wage ich zu bezweifeln. Vielmehr ist dies der Seltenheit der T-Modelle geschuldet und hier dürfte ganz eindeutig der 4000T von Commodore der Spitzenreiter sein, denn davon gab es wirklich nur eine Handvoll. Und das, obwohl er sich nur in der Frontblende vom 4000T-Modell von SCOM unterscheidet. Wahnsinn in Perfektion! Aber dafür lieben wir ja unser Hobby so sehr. Das wär's zu diesem Special. Nochmal vielen lieben Dank an Blind German für die Zurverfügungstellung seiner Tower Amigas. Hoffentlich sehe ich die Dinger bald mal wieder. Bis denn dann, Adele, ciao und bye bye. Euer Mick.